Herzlich willkommen zum neuen Video vom Scooty. Heute geht es darum, Puch Maxi, habe ich gezeigt, habe ich gekauft, Deal, alles gut. Motorlager haben wir gesagt, sie sind noch easy, aber gleich möchte ich mal in die Kupplung hineinschauen, Korb anschauen, wie das Ganze zu Weg ist. Und ja, wie man das macht, wie man die Kupplung ausbaut, wie man die prüft, was man ein bisschen beachten muss, das zeige ich euch heute. Bleibt dran. Ist noch etwas in den Sinn gekommen. Um die Kupplung anzuschauen, seid ihr Schutz wegzunehmen, habe ich jetzt schon mal gemacht. Das ist jetzt auch nicht ein riesen Hexenwerk. Und dann würde ich sagen, zügeln wir die Kamera mal ein bisschen näher und legen wir los. Hier eine schöne Aquawerbung im Hintergrund, genau so muss es sein. Ganz als erstes, Kupplungskabel aushängen. Das geht teilweise gäbiger, teilweise weniger gäbig. Hier sicher Stellschrauben ganz lösen. Und dann kommt das eigentlich easy raus. Und dann auch als erstes, bevor ich es wieder vergesse, Ständerfeder weg. Auch das geht manchmal gäbiger, manchmal weniger gäbig. Ist jetzt hier im gespannten Zustand. Sicher ein bisschen doof. So, und dann bleibt auch drauf. Ständerfeder ist fort. Gut, wenn die Feder fort ist, müssen wir noch das Öl ablassen. Für das habt ihr hier unten eine Ölablassschraube. Die lösen. Ich hoffe, also wir müssen halb hoffen, dass die nicht zu hart angezogen sind. Die sind gerne einmal abgemurkst. Öl ist immer sicher noch drin. Das ist aber gar nicht so schlecht, wenn noch ein bisschen Öl drin ist. Ist auch nicht ganz so viel drin, wie es sollte. Nachher könnt ihr entweder mit einem Kreuzschraubenzieher oder mit einem Rätschel mit Kreuzaufsatz, geht mir fast gäbiger, die vier Schrauben lösen. Hier war auch etwas sehr, sehr einfallsreich. Z50 Pfropfen drin. Das Gling haben sie sogar ausgebohrt. Kann man machen. So. Und dann nehmen wir den Deckel doch mal runter. Könnt ihr den so nehmen, ablöpfen, aufreckt. Und dann sehen wir hier schon, dass der auch wirklich nicht mehr so viel Öl hatte. Das ist hier auch alles relativ trocken. Und dann könnt ihr hier gerade mit einem Schraubenzieher die Druckplattensicherung rausnehmen. Und die Druckplatten weg. Voilà. Als nächstes habt ihr hier eine 17er Mutter. Die müsst ihr lösen. Das könnt ihr entweder mit Spezialhaltewerkzeug machen oder wie ich. Schlagschrauber. Wie wir es immer erwähnen, ohne Gewehr. Wer den Schlagschrauber braucht, ist selber dafür verantwortlich. Oder respektive selber die Schuld, wenn etwas passiert. Ich nehme das Risiko auf mich, wie ich es immer erwähne. Nachher, wichtig, so mache ich es. Immer Mutter noch einmal drauf, also Scheibe wegnehmen, Mutter drauf, dass es hinten dran etwas Luft hat. Weil, jetzt kommt da Abzug ins Spiel. Und der Abzug, der drückt hier auf die Welle. Wenn ihr jetzt die Mutter nicht drauf lädt und hart reissen müsst, dann kann es sein, dass sich das Gewinde auftut und dann könnt ihr euch eine neue Welle gönnen. Gut für uns, schlecht für euch, darum passt auf. Schrauben wir den hier drauf mit diesen zwei Schräubchen. Ich tue euch dann so Werkzeuge, die ihr braucht, hier alles unter das Video verlinken. Dass ihr das allenfalls, wenn ihr es noch nicht habt, könntet bestellen. So. Dann manchmal fallen die fast ab wie nichts. Und manchmal haben sie hart wie Sau. Durch das, dass das hart hat, und ich würde es gerne gäbig machen, habe ich hier eigentlich mit der Rohrzange entgegen. Jetzt muss ich mit links arbeiten, schauen, ob das gut kommt. Opa, das ist eine Kette. Dort ein bisschen die Sicht nehmen, dass ich hier drauflegen kann. Boah, jetzt hat es Logo. Gleich besser mit rechts halben. So. Dann können wir hier die kleinen Schräubchen wieder rausdrehen und den Abzieher wegnehmen. Voilà. Jetzt hat es auch dem Gewinde nichts gemacht. Ihr seht, die Mutter geht drauf und ab wie Butter. Hat jetzt, wenn man sie nicht drauf hat, blöd gehen können. Gut, jetzt ist die Kupplung los. Jetzt kann man die hier rausnehmen. Und jetzt in diesem Moment hier ist das noch ein kleines Goldstückchen. Dreibackenkupplung, Surflex Original. Jahrgang steht drauf, 1995. Hammerding. 1A. In diesem Fall bräuchtet ihr jetzt keine neue Aqua-Kupplung, wenn ihr ein Original lädt.
Was weniger gut aussieht, habe ich vorhin schon gesehen, ist auch das Gleitlager hier drin. Dem geht es auch nicht mehr ganz so gut. Ihr seht, das hat hier ziemlich Spül. Gehört sogar. Und ja, von dem her nehmen wir den jetzt mal raus. Sägeringzangli. Sägeringzangli, leider nicht mehr die neueste. So, Spitze, tipptopp. Sägering ist weg. Korb raus. Korb ist eigentlich zu beachten. Darf hier nicht allzu hart Kanten haben. Ist jetzt hier noch voll easy. Und auch hier innen sollte er nicht zu fest eingelaufen sein. Der hier, mit dem ist es leider vorbei. Ich hole kurz ein Lämpli, dann seht auch ihr es. Aussen wäre noch gut gewesen. Die Zänge wären auch noch gut. Aber wenn wir hier rein schauen, hoppa, seht ihr es? So vielleicht. Das hier gehört so richtig grobe Brauen. Das ist so leider nicht mehr brauchbar. Gut, nachher, wie wir das letzte Mal schon angeschaut, Kurbelwellenlagerspül ist eigentlich noch gut, hat sie nichts. Gleitlagerbüchse ersetzen wir auch, so wie der Korb seitlich Spül hat. Jetzt ist sie fort. Es gibt es, dass ihr die nicht mehr abnehmen könnt. Das ist, wenn sie hier fette Brauen haben. Richtig mühsam. Dann müsst ihr es entweder abdoppeln oder abziehen oder die Brauen leicht wegfielen. Kann richtig mühsam werden. Dann, wenn ihr hier schon offen habt, dann könnt ihr auch noch das Getriebe kontrollieren. Für das macht ihr hier etwas Licht. Schaut rein auf die Zänge und einfach, ob die noch alle dran sind. Jetzt in diesem Fall sind die Dinger noch eins an. Ihr könnt auch noch ein bisschen dran hodeln, dann spürt ihr, ob es festes Spül hat. Ist jetzt hier eigentlich noch alles gut. Heisst, wenn wir das Töffli original lassen, dann können wir den Block im Prinzip zulassen und müssen ihn nicht mal revidieren. Gut, Fazit von dem Ganzen. Kupplung 1A. Kleines Goldstückchen. Korb, leider eingelaufen wie Sau. Müssen wir ersetzen. Druckplatte. Brauchbar, brauchen wir keine neue. Und Motorlager und Korb glücklicherweise noch gut. Die Körbe und die Kupplungskörbe, sehr rares Material, immer wie gefragter. Und von dem her könnt ihr immer froh sein, wenn ihr es nicht neu kaufen müsst. Wir haben teilweise haben wir Occasion an Lager, aber leider auch nicht immer, da die recht schnell vergriffen sind. Gut, das ganze Kleinmaterial ist natürlich jedem selber überlassen, ob er das neu kauft oder wieder das alte nimmt. Im Prinzip ist es mit dem alten machbar. Schaut einfach drauf, wenn das Zeug alles schon, die Kreuzschrauben schon mehr rund als Kreuze, dass das sicher auch ersetzt und halt einfach so Kleinigkeiten. Wie man die Kupplung zusammen tut, Korb einbaut und alles, haben wir schon separate Videos. Wenn euch das interessiert, zieht euch die gerne rein. Kann ich die auch mal noch verlinken oben rechts. Und ja, ich würde sagen, ich wasche jetzt das hier noch ein bisschen raus. Gönnen wir im Scooty eine neue Gleitlagerbüchse und schauen auf einen anderen Occasion-Korb. Und dann können wir das irgendwie wieder zusammen tun. Und hoffentlich schon gleich auf die erste Ausfahrt. Ja, von dem her, merci vielmals fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr, wie man die Kupplung angenimmt und prüft. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.